Uli! Da haben Sie erraten, wo ich herkomme? Aus der Spanne. Sind Sie nun mehr Handkünstler oder würden Sie sagen Ziegenmelker? Naja, wenn Sie sagen, die Ziegenmelker muss schon mit der Hand, muss gute Behände sein, dann ist ja ganz klar, dass es mit der Hand, kann ich sagen, ist der Handkünstler, Artigiano der Hand, Mano. Sie, der Handkünstler. Kunstwerk des Handes. Ne? Ist ein Kunstwerk, also dagegen ist Geige spielen gar nichts. Der Melken von der Ziege ist ja Kunst, große Kunst. Kann ich so dich erklären ein bisschen? Also ich habe meine eigene Herde und sind ungefähr 80, 90 Ziegen. Also ist schon mal eine große Anzahl. Und die mag ich nur mit kleinen Hunden, habe zwei Hunde. Ab und zu nehme ich den Reiterhund von einer Schwägerin, die noch dabei, je nachdem, wenn in viele Straßen sind. Aber normal muss ganz wichtig, die Ziege muss gute Futter bekommen. Entweder wenn im Winter ist, dann muss er Heu. Aber wenn die schönen Monate und besser ist in südliche Gefilde, muss die Ziege immer laufen und machen essende frische Gras, also Klee mit den Blättern, Klee, Kräuter, schön auch mal harte Sachen, Rosmarin kann auch essen. Und Basilikum und all diese Sachen muss die Ziege. Wirkt sich auf die Milch dann aus? Wirkt sich auf die Milch auf, auf den Geschmack von der Milch wird bestimmt von dem, was der Ziege isst. Die ist sensibel, diese Milch, ja, sie nimmt jeden Geruch an. Ja? Die Milch, wenn ich komme aus den Orten, wenn ich erkläre gleich, wie gemerkt wird, Ziegenmilch nimmt der Geruch sofort an von egal, musst du aufpassen, musst du saubere Hände haben. Wenn du hast vorher ein Auto gemacht mit Fett oder irgendwie Manschette mit hast du eingefettet oder so und dann hast du fettige Hände, nicht sauber gewaschen, Milch schmeckt dann nach Auto, nichts nach Fett, nichts sehr schön, ne? Schmeckt ja nicht gut. Aber ich muss sagen, eine große Kunst, das ist das Melken selbst, ist muss ich merken, alle zwölf Stunden muss ich merken, eine Ziege. Und ich muss morgens sehr früh merken und abends, kurz bevor sie in die aktive, die sind abends auch sehr aktiv, da muss man auch. Dämmer aktiv. Die sind dämmer aktiv, muss man auch ein bisschen aufpassen, ne? Manchmal sind auch Ziegen bei, können auch ein bisschen nickelig sein, ne? Also kann auch treten und so. Da muss man immer im Griff haben, muss immer ruhig sein, da musst du, du kannst nicht einfach hingehen und zapfe an der Zitze ziehen oder so. Muss vorher erstmal anrüsten. In Deutsch heißt es anrüsten. Ja, ja. Anrüsten. Muss anrüsten heißt, muss erstmal ein bisschen mit der Hand ganz sanft ein bisschen vormassieren, wie bei der Frau auch. Entschuldigung, jetzt werde ich rot. Auf jeden Fall muss anrüsten, muss ein bisschen massieren, damit die auch das nicht zurückhalten, die Milch. Die machen auch die Ziege. Wenn du einfach da hingehst und willst melken, dann will die das nicht geben. Da gibt es ja keine Chance. Du hast keine Chance. Du musst sie mit der Ziege verstehen, musst sie auch einlassen. Wie ein guter Freund ist der Ziege. Da musst du ein bisschen massieren und dann kannst du vorsichtig anmelken. Und ganz wichtig ist, du musst die erste Milch, die kommt, musst du in einen Becher und weg oder direkt auf Erde. Aber besser ist im Becher, weil die Ziege merkt, wenn nur auf Erde geht, dann ist die Ziege denkt, was ist das? Kann der Mann, der kann die Milch nicht, will er nicht haben oder was? Und dann will die vielleicht auch wieder zurückhalten, die Milch. Also in einem Becher. Aber ist der Grund, dass da der erste Schuss Milch hat viel Bazillen? Viele Bazillen, alles drin, kann schlechtes Gefühl im Magen machen. Also weg, vor allen Dingen, wenn du gibst ja Ziegenmilch der Kinder, ne? Ja. Der junge Kind, der Baby. Ja. Da musst du wegschmeißen. Erste Strahl musst du 10, 15 Mal. Früher hat man es gemacht weg. Für die Götter. Ja? Für die Götter, für ja. Die Götter, ach, das heißt, ist ein alter Brauch. Also heute auch noch, macht er für die Götter, ja. Oder für den Gott, ne? Jemand, dem heute, früher haben wir geglaubt, viele Götter, heute nur einen Gott. Ne? Ist einer übrig geblieben. Aber ne? In Spanien, so ein paar? Nein, es gibt einen Gott, aber viele Heilige. Ne?
Machte viele Sachen, viele Leute haben hier, wir haben die von Meer, die Jungfrau, wir haben eine in den Bergen, wir haben von dem Wasser, in den Himmel, Wolken und Heilige von der Fußgänger, alles da. Und ganz klar auch den Christophorus Wind für Porsche, ne, fahren, ne. Also Auto, und dann haben die da immer einen Christophorus, ne. Wie geht das mit dem Melken weiter? Ja? Muss ganz ausgemolken sein, sonst gibt es eine Entzündung im Euter. Auf jeden Fall machst du zu Ende. Ja. Machst du zu Ende. Und alle 12 Stunden, damit, wenn es überall keine Chance ist, die Milch muss raus. Du kannst nicht hingehen, sagen, jetzt hast du Urlaub. Du kannst nie in Urlaub fahren. Alle kommen alle vorbei, die Urlauber. Die warten ja. Dann. Ja? Tourismus, überall gehen, gucken, machen Foto und so weiter. Ich selber, nix. Kann kein Tourismus, kann Urlaub, nix. Aber immer schön. Immer schön mit der Ziege. Ja. Erst galaktierende Ziegen, ja, sind sehr schwierig. Eben noch hatten sie ein Lamm, ja? Ja, das ist jetzt Lamm kommt muss der weg. Mensch. Der Lamm, dann mit Lamm geht nichts, dann kannst du nicht merken. Lamm muss weg. Ja. Lamm weg, das ja. Nennt man ablammen. Ja? Ablamm muss ablammen, entweder muss Lamm weggegessen. Ja. Oder muss erst mal weg woanders. Ja, dann kannst dann du mehr, aber das geht nicht. Bin ich bereit, ja. Ja, Milch, ja. Ohne Lamm. Ja. Nein, nur Ziege ohne Lamm melken, nicht mit Lamm. Geht dann nicht. Lamm will, ne? Ja, ja. Lamm will selber melken. Ja, ja. Ohne Lamm. Ja. Nein, Ziege nicht mit Lamm melken, nein, ohne Lamm. Ja. Das macht der erfahrene Melker, dass es so rumbufft, so klopft, als wäre die Nase des Lammes. Dann musst du so machen, buffen mit der Hand, ganz so poff, poff. Zwischen den Zitzen musst du einmal ein bisschen dran, unten kloppe. Da musst du ein bisschen, nicht brutal, aber musst du machen, dass ein bisschen rutscht, alles ein bisschen durcheinander, dann die Milch. Als ob das ein Lämmchen von unten her an das Euter bufft. Ja, ja, deshalb musst du so machen, nur ein bisschen. Weißt du, nur ein bisschen so, weißt du, so, mach ein bisschen so. Aber es ist eine Kunst. Ja, der Buff. Ja. Der Buff ist eine Buff-Kunst. Ja, ja. Es gibt aber keine Lied für Ziege, also definitiv. Spanien wird drei. Ach, Spanien, wunderschön. Wunderschön, viereckig. Ah, trocken. Sehr viereckig. Ja, viereckig, ein bisschen. Mein Land hat vier Ecken. Mein Land war gut. Ja. Ja, eine Seite Portugal. Ne? Ja. Portugal, da kann nicht an Meer Spanien. Ja. Ja. Aber oben wieder Spanien. Oben bis Frankreich, französische Grüße. Also, Süd, Malaga. Genau, überall Meer. Valencia. Wunderbar, wunderschönes Land. Wunderschönes Land. Bisschen trocken. Ein bisschen trocken. Aber manchmal auch nichts trocken, manchmal ganz nass.
Komm, Regen, du weißt nicht, was los letzter Zeit immer mehr. Manchmal Regen, so ganz, ganz viel. Und Sommer ganz heiß. Zu vielen heiß. Ganzen heiße. Viele Toreros. Ja. Torero auch, ja, ja. Viele Torero, nicht mehr viel, so früher mal mehr. Aber jetzt nicht auch so. Gibt doch in New York an der Börse immer einen Stier. Ja. Ja. Und einen Bär, ja. Und der Kampf geht heutzutage gegen den Stier auf der Börse. Ja, das weiß, muss den, der Finanzen in Spanien ist nicht so gut. Und der Kampf gegen, er hatte von der weltweit gegen Kampf gegen Finanzen von den Spanien denken. Na? Aber ich, mein Beruf ist konjunkturunabhängig. Käse. Käse, alle immer wollen. Milch ist ganz wichtig. Ja. Kannst du nicht ersetzen. Ziegenmilch kannst du nicht ersetzen. Mit Kuh. Nein. Wie schmeckt es? Etwas süßlich oder etwas bitter? Der Ziegenmilch ein bisschen bitter, ein bisschen säuerlich will ich nicht sagen. Aber ein bisschen mehr bitter, ein bisschen so sagen, so ein bisschen hart. Hart ein bisschen. Auf der einen Seite hart, aber ist eine weichere Konsistenz, anders wie Kuh. Milch. Kuhmilch dünn und, dünn sagen wir mal, und einheitlich. Einheitlich, ja. Und Ziegenmilch immer mehr, kann man verschiedene Geschmäcker. Verschiedene Landschaft, verschieden. Richtig. Und so weiter. Und es gibt Leute, die reisen weit, ja, ja. 500 Kilometer, 1000 Kilometer, um einen bestimmten Käse in dem Moment, in dem er entsteht, frisch zu sich zu nehmen. Ja, das ist natürlich eine Spezialität. Erdbeerkuchen auf der Rennbahn bei Oxford, ja, und dann fährt Jet Set. Ja, ja, was machen reiche Leute viele Sachen. Käsekuchen wegen, nach Spanien. Ja, richtig, machen gut, machen mit Flugzeug auch extra, kommen hier bei uns hier unten mit der Ziege auch sich fotografieren lassen oft und dann der Käse von der Ziege auch essen, mit nach Hause nehmen, die ganzen Kinder und Enkel und immer den Käse auch essen und dann aber nicht mehr, wenn so Käse dann nicht mehr so gut im Flugzeug, also sofort verlieren die Käse durch die ist ein anderer Sauerstoff, ist der wird zusammengerückte Käse. Wenn du nimmst einen Käse mit dem Flugzeug, dann presst er durch den Druckabfall und Druckaufbau in der Flugzeug, presst der Käse der ganze wertvolle Vitamin pressen raus und du hast ja Käse auf einmal nur die Halbkäse dann, ne? Das ist ja nicht so gut, ne? Deshalb nie Käse mit Flugzeug, ne? Davon. Ich glaube, darf man sowieso nicht, ne? Käse in Flugzeug, glaube ich, verboten, ne? Ja, vor allem im Passagierraum. Ja, ja, es sei denn, er hat so Käseflugzeug, ne? Also extra nur für Käse, keine Passagiere, nur Käse, ne?